Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Im März am Anfang des Lockdown 1 hat die Staatsregierung mit Blick auf den ÖPNV eine Sache schnell und richtig gemacht. Sie hat ihn als systemrelevant erklärt. Die Staatsregierung hat gesagt, die Busse und Bahnen müssen weiterfahren. Sie müssen fahren, damit Ärztinnen und Ärzte, damit Apothekerinnen und Apotheker, damit Supermarktpersonal, alle Menschen, die das Land am Laufen halten, dass sie in die Arbeit fahren können. Das war richtig. Und die vielen Menschen, die das Land am Laufen gehalten haben, die haben das auch gemacht. Die Unternehmen haben ihre Verantwortung ernst genommen, haben gemacht, was von der Staatsregierung gewünscht war, sind die öffentlichen Verkehrsmittel pünktlich und zuverlässig gefahren. Sie haben sie gereinigt, sie haben sie disponiert, sie haben sie organisiert. Sie haben bewiesen, dass man sich auf sie verlassen kann. Dafür möchte ich an der Stelle meinen Dank aussprechen an alle Menschen, die hier das Land am Laufen gehalten haben. Nicht verlassen kann man sich offenbar allerdings auf die Zusagen der bayerischen Staatsregierung. Im Juni noch hat sie vollmundig versprochen, den ÖPNV-Rettungsschirm vollumfänglich mitzutragen, den Rettungsschirm, der vom Bund und allen 16 Bundesländern gemeinschaftlich nach Verhandlungen organisiert und getragen wurde. Die bayerische Staatsregierung hat zugesagt, den Anteil des Bundes zu verdoppeln. 381 Millionen Euro sind es. Und dann, wenige Wochen später, wurde dieser Anteil eiskalt um 120 Millionen Euro ohne Vorankündigung völlig überraschend gekürzt. Meine Damen und Herren, das mitten in der Krise, das obendrein noch mitten in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, was auch die Position der Beschäftigten, die die Situation haben ausbaden müssen, die sich reingehauen haben in der Krisensituation, die Verhandlungsposition massiv geschwächt hat. Das, meine Damen und Herren, ist ein krasser Vertrauensbruch, den Sie sich hier geleistet haben. Und noch schlimmer obendrauf haben Sie beschlossen, dass der ausgleichsfähige Schaden nicht mehr wie ursprünglich angekündigt voll ersetzt wird, sondern nur noch zu 90%. Erst versprechen, dann brechen. So würde in der freien Wirtschaft mit Ihnen keiner mehr Geschäfte machen, meine Damen und Herren. 10% klingt vielleicht jetzt noch nicht so arg viel. Was bedeutet das ganz konkret vor Ort? Hier im Verkehrsministerium ist es vielleicht leicht beschlossen oder im Finanzministerium. Was bedeutet es vor Ort bei den Aufgabenträgern und bei den Unternehmerinnen und Unternehmern? Ich bin Kreisrat im Landkreis München, nicht weit von hier. Und wir haben jetzt momentan die Haushaltsberatungen, die kommunalen. Und uns fehlen alleine in unserem Kreishaushalt 1,4 Millionen Euro durch die Kürzung dieses Rettungsschirms um 10%. 1,4 Millionen Euro, die uns jetzt veranlassen und drängen, wichtige Stellen nicht zu besetzen oder zu streichen, Projekte der Verkehrswende zu schieben, bei der Verkehrswende, die wir gerade im Ballungsraum München so dringend brauchen, zu sparen. Der Staat spart hier 120 Millionen Euro im Verkehrsbereich und wer zahlt's? Die Kommunen. Das übliche Vorgehen, das ist das, was Sie anrichten mit der ÖPNV-Rettungsschirmkürzung, meine Damen und Herren. Und schauen wir weiter raus, außerhalb des Speckgürtels München, da könnte man ja meinen, naja, die reichen Kommunen können sich das vielleicht leisten, aber schauen wir mal, was es auf dem Land anrichtet. Auf dem Land ist es sogar noch ärger. Auf dem Land, da fahren Busunternehmer eigenwirtschaftlich weitgehend. Die stehen unter großem Druck, ihre Flotten zu modernisieren, das Angebot auszubauen, einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten. Und die Unternehmen im ganzen Land wollen das auch tun und sind bereit, hier Verantwortung zu übernehmen und zu investieren. Und für diese Zukunftsinvestitionen, die wir so dringend brauchen, fehlen Ihnen jetzt 10%, was dazu führt, dass Flotten veralten und Zukunftsemissionen, perspektivisch auch Investitionen in emissionsfreie Fahrzeuge fehlen. Besonders krass finde ich es allerdings, dass Sie auch noch bei den Unternehmen sparen, die Sie unmittelbar selber als Freistaat Bayern über die Bayerische Eisenbahngesellschaft beauftragen, nämlich die bayerischen Eisenbahnunternehmen im Schienenpersonennahverkehr. Sie wissen, wie niedrig die Margen dort sind, von gerade einmal 1%. Bei 10-Jahres-Verträgen ist bei 10%-Kürzung der Vertrag de facto entwertet. So, meine Damen und Herren, geht man doch nicht mit den eigenen Geschäftspartnern um. Busse und Bahnen bringen uns zuversichtlich
bringen uns zuverlässig und sicher durch diese schwierige Zeit, meine Damen und Herren. Stärken wir deshalb dem ÖPNV den Rücken. Lassen Sie uns einen vollen Rettungsschirm und keinen löcherigen spannen. Verdoppeln wir die Bundesmittel von 381 Millionen Euro voraussichtlich um denselben Betrag aus bayerischen Haushaltsmitteln. Gewähren wir den vollen Schadensausgleich und nicht den gekürzten, so wie es die anderen Bundesländer auch machen. Und gewähren wir das nicht nur heuer für 2020, sondern darüber hinaus für 2021 und 2022 oder so lang wie Schadensfälle im ÖPNV durch die Pandemie zu beklagen sind. Wir müssen das machen für starke Unternehmen in Bayern im öffentlichen Verkehrssektor, für leistungsfähige Aufgabenträger, denn nur so gelingt die Verkehrswende in Bayern, die wir so dringend brauchen. Stimmen Sie daher unserem Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter.